Ich wollte ja eigentlich auch nochmal dahin, wo ihr seid. Ja, dann gib Gummi, Junge. Oh. Die Decke kann einstürzen. Schwenke, pass auf. Die Decke? Die Decke. So, aha, hier sind wir. Oh, das kenne ich, das. Oh, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Mann, wieso schießt die denn so? Verzogen, Mann! Bist du denn? Wie ist das? Ich hab den Typen nicht getroffen 50 Mal, obwohl ich vor seiner Fresse stehe und reinballer. Okay, ich muss mal ganz kurz mir eine Medi-Kit in die Fresse hauen. Nee, wir müssen da nicht lang. Nee, ich will gucken, was hier hinter ist. Solange mir das nicht verwirrt. Tut das nicht weh, wenn du dir das Medi-Kit in die Fresse haust? Nee, das ist eigentlich hat er das immer nur an sich. Guck mal, Leben hab ich gar nicht so viel abgebaut. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr Sand machen sollen. Ah, hier hinten muss man rennen. Warte. Oh, jetzt ein Wildbrett-Eintopf mal zwei. Oh, geil. We are not alone. Hallo, Mädel, hier bin ich. Digga, die trifft mich auf 5 Kilometer Distanz. Blöde Kuh. Und das, obwohl sie besoffen ist. Warte mal, du bist in dem Haus? Wir müssen alle Häuser hier wahrscheinlich machen, ne? Ja, ich sag ja, irgendwie ist das ganz komisch. Ja, ey, warte mal, hier kann man irgendwas triggern. It is a pleasure to serve. Wow. Hier die Tür gar nicht abgeschlossen. Aber gut. Verpiss dich, scheiß Drohne, Mann. Oh, eine Bombe da oben. Also so sehr ich die Drohne liebe, so sehr hasse ich die auch manchmal, weil die echt entweder im Weg steht oder dich erschreckt von Hulle bis Fulle. Oh, nee. Nee, oh. Ah, shit. Scheiße, Kassaria, da kommt was zu dir. Da kommt zu dir. Nein, bitte nicht. Das wird ungemütlich. Wo ist der Hund? Ja. Okay, das ist so, das brauchen wir auch nicht. Das kann hier bleiben. Digga, what the fuck? Ach, Digga. Banoni. Steht auf dem Kopf. Guck hier. Okay, die ist tot. Den Geier hast du auch gehauen, sehr gut. Eins nur? Hier müssen wir runter. Ich muss das mal kurz gucken. Ich muss mal ein MG einmal reparieren. Oh, hier ist der Hauptblut. Warte mal. Ich habe kein Reparaturkit dabei. Hast du zufällig eins dabei? Ich glaube ja. Was war das denn? Hinter dir. Hund? Ah, okay, ja. Beides down. Nee, okay. Hund ist noch da. Ich gebe dir gleich was. Warte mal, was liegt hier? Das sind Bergarbeiterhelm. Was ist das? Liegt in der Kiste. Okay, das Reparaturkit. Kannst du noch das Rest mitnehmen? Reparieren wir mal. Ja, das. Nitratpulver vergessen. Mhm. Na, der Rest ist. Und dann dir ist noch eine fette Heilungskiste. Unter mir? Mhm. Ja, okay. Jetzt müssen wir aber hier noch runter in das Gebäude, ne? Ja, irgendwie bin ich noch nicht fertig mit der Quest. Diesen Dreck. Welchen Tag haben wir? 61? Mhm, 61. Morgen müssen wir theoretisch zurück, ne? Ein bisschen vorbereiten noch, ne? Hier, wollen wir hier runterspringen? Ja. Nee, warte mal, ist das der, das war der Bücherladen, oder? Das ist der Bücherladen, ja. Hä, aber wo fehlt mir denn was? Boah. Wir sind von da oben gekommen. Halt, ich sehe den Punkt. Komm ich hier nicht weiter? Wo ist das denn? Wo siehst du denn den Punkt? Hier geradeaus. Warte mal. Muss demnächst nochmal Nitrat besorgen. Oh, jeder hoch hier. Manche Stellen in dem Spiel sind echt unfair. So, von hier aus. Warte mal. Du bist da. Du bist genau da über. Achso, ja, hier unter mir quasi. Der Typ ist richtig über. Das kann ich dir sagen. Über, Junge.
Ah ja, ich weiß auch warum. Ich weiß warum. Hier, ja, ja. Ja, mal gucken, wo bist du? Und wo ist das Vieh? Ich weiß, dass hier unten noch irgendwo. Digga, warum hast du die Wand zu? Is there something you need? Ich war hier auch, ich weiß. You're paying, you're leaving. Ich sehe einen fetten roten Punkt. Ja, warte mal. Da bist du jetzt. Ah, hier vielleicht der Hund. Ja, der Hund wart. Alle Dude. Ja, ich hab's. Das auf der Straße dann, oder? Digga. Okay, so. Gut, dann gehe ich wieder nach vorne. Oh, wir füllen diesen Kirchturm mal rein da. Nee, ich muss das mal zurück zum Händler. Machen wir. Thanks, buddy. Gut. Wenn ich meine Karre finde hier. Die ist hier bei meiner. Macht ihr eigentlich gerade wieder Mission oder einfach so? Ja, also ich habe Mission jetzt gemacht und werde jetzt auch weiter eine Mission machen. Sechs Köder. Gut. Ich will mal leben, ich gehe mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Jetzt kommt der Lippe mir in die Piste. Ey, machst du schon, ne? Viel Spaß, ich muss zum Händler. Oh, ich bin auch so doof, ne? Ich komme zu euch oder will zu euch kommen und nimm kaum Munition mit. Das ist sehr intelligent, mein Freund. Das ist auf jeden Fall die beste Idee, die du hast auf dem Leben. Ja. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Und ich muss bald ein neues Bike erstellen, weil mein jetziges ist bei 30% Lebensdauer. Hm? Keine Muni mehr. Heißt Werwolf hier. Werwolf? Wer ist der Wolf? Aber verblödeter kleiner Drecksjunge, Mann, verpiss dich jetzt hier. Meine Tasche, geh von meiner Tasche runter. Oh, Junge, geh runter von der Tasche. Also, ich merke auf jeden Fall, wenn wir nachher in verbrannte Biomen gehen, da wird es dann wahrscheinlich so tödlich sein, dass wir ja nicht mehr überleben. Nee, das verbrannte Gebiet ist das zweite Gebiet. Wir sind schon im dritten. Das ist das dritte? Das verbrannte Gebiet ist immer das Schlimmste. Nee, Wüste. Wüste. Wüste ist das schlimmste Gebiet? Ja. Ja. Dann ist traurig. Nee, das Schlimmste ist Schneegebiet nachher. Hm. Oh. Ich kann mir entscheiden zwischen 10.000 Jetors oder Klingenfallen-Paket. Das ist schwer. Was ist in einem Klingenfallen-Paket drin? Klingenfallen, Bücher und Schalter, so ein bisschen was. Ja. Boah, ich scheiß jetzt auf 10.000 Jetors. Schmerzen. Nee, brauchst du nicht. Ich hab doch schon zweimal Klingenfallen-Paket gehabt. Das ist schön, jetzt ist spät. Warte mal, Cristario, oder wollen wir eine befallene Mission annehmen? 10 Klingenfallen sind da drin? Ja, deswegen ja. Ich hab schon 20. Ja, jetzt haben wir 30. Das brauchen wir denn wieder erstellen? Ich dachte, da wären nur 3 drin. Cristario, hast du gehört eben? Was denn? Warte mal mit Mission annehmen, wir können eine befallene annehmen zu zweit. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt eigentlich jetzt die Stufe 5 machen kann. Weil ich bin ja jetzt Max eigentlich. Also ich finde, du bist immer noch Cristario, aber wir können dich auch Max nennen, das ist kein Problem. Ich bin Stufe 5, aber warum kann ich keine Stufe 5 Quest hier annehmen? Hä? Das weiß ich oder nicht. Oder jeden nächsten Tag. Ich hätte auch noch eine befallene. 800 im Nordosten. Warte, ich bin bei dir. Achso, ich muss ein paar Sachen bekaufen. Okay. Können wir gleich machen von mir aus. Bist du da? Dann würde ich die schon annehmen. Warte noch kurz, ich komme gleich rein. Das mitnehmen, das mit, das mit, das mit, das mit, das mit. Ich komm gleich rein, sagt er. Ja, wenigstens sag ich Bescheid, ne? Das stimmt. Und ich warte immer noch. Und ich warte.
und ich warte und ich warte. Ich warte passiert. Und ich warte und ich warte und ich warte. Sorry, das ist gerade fahr wie so ein Ochse, Leute. Let's aber ich bin nebenbei immer. Ich muss aber noch mit dem Händler kurz schnacken. Getrunken und so. Okay, dann kann ich die annehmen. Ja, mach. Was meinst du gerade, Kaktus? Nix, ich habe mit meinem Chat gesprochen. Achso. Er redet schon mit seinem Chat, also wirklich Frechheit hier. Was ist das? Chat. Alter. Der Toilette meint er aber. Bin wirklich schneller unterwegs, ey. So schnell war ich ja noch nie. Muss mein Money da. I've got a bad feeling about this. Ja, du kannst an den Kristallion hast gemacht. Hab ich schon. Na gut. Ich muss jetzt mal in sein Inventar rein, weil ich will was verkaufen. So, einmal ja, die Rohdiamanten. Dann. Du willst mich verkaufen? Das verkaufe ich, dann die 900 davon. Ich verkaufe meinen Körper. Ich folge ganz, mal der Straße billig. Hier, Chat. Ganz, ganz billig. So, ein Großvaters Elixier werde ich jetzt saufen. Let's go rein damit. Ja, das säufst du, aber seine irre Soße willst du nicht, ne? Nein. Das Thema hatten wir schon mal, Junge. Ja. Das ist so dein Ding, weißt du? Ihr habt das ist ihr beide so verschmäht, Ding. Ihr Penner. Junge, ja, wenn hier einer die Soße von irgendwelchen Großvatern trinkt, dann bist du das Kaktus. Ja, ist halt echt so. Hast du eine Quest auch angenommen? Oh, Scheiße. Nee, hab ich nicht. Okay, dann machen wir meine Befallene, wa? Die Stadtballer ich jetzt doch nicht. Ja. Du hast ja eine Befallene angenommen, oder? Ja. Oh, warte mal, die ist... Oh, wo ist die denn? Kilometer entfernt. Lol, die ist ja außerhalb der Stadt. Oh, dann ist da auch wieder sowas wie ein Atombunker bestimmt, so ein richtiger Schuppen. Naja, ist nur Stufe 4, ja, wir wollen die übertreiben. Hm. Ist jetzt keine Stufe 5. Also wenn jetzt Stufe 5 wäre, dann würde ich Angst haben. Stufe 5 habe ich ja erst eben freigeschalten. Bin ich halt ein bisschen langsamer als länger. Ja, ich weiß, dass dein Arbeitsspeicher ist nicht gestellt. Ja. Vor allem, weil ich ja die ganze Zeit bei meinem Bauen beschäftigt war und deswegen konntet ihr so schön aufholen. Ja. Obwohl, Andy, kannst du schon Stufe 5 Quest? Weiß ich nicht. Okay. Was ist das für ein Gebäude? Das ist ein Riesenhaus. Hä? Was ist denn der? Kenn ich nicht. Das ist einfach nur eine Villa, oder? Nee, das ist dieser Holzschuppen, glaube ich. Ja, Holzschuppen. Ach so, warte mal. Jack's Lumber Mill? Nee, das ist... Doch, ist das. Ja, ach, gar nichts los, Digga. Auch gleich da, nicht mal, das hat nicht mal einen Keller. Hol vorher nochmal den... Stimmt, das ist nicht mal die Residenz. Das ist ja noch den Abwurf. Entfernt. Ja, gönn dir den Abwurf. Wo ist denn der überhaupt? Bisschen hinter eurer Stadt. Ach du Scheiße, da hätten wir die ganze Zeit hingehen können. Hätten wir uns gierig klauen können. Ja, ihr wartet schon aber bei nein. Ja, wollte ich gerade sagen, wir waren schon bei einem Burgladen. Das ist schon hilfreich genug. Aber ich habe leider keine Autodücher bekommen. Wenn du halt zurückgehst, wärst du da geblieben, ne? Hättest du dir gönnen können. Junge, der kann nichts dafür, dass er Computer sagt nein. Ein Computer sagt da. Arschloch. Ja, natürlich. Oh, wollen wir Challenge machen? Wir machen nur jetzt ab sofort mit, also die ganze befallene Ding nur mit Machete und stumpfen Waffen. Nur mit Kopfnüssen. Ja, nur ohne mit Gewehre. Kopfnüssen. Frei nach dem Motto hier. And his name is John C. Oh nein, das ist ein Irrgarten. Schön immer mit Clothesline. Och, wenn du hier durchgehst, ist hier ein Irrgarten. Ja, mach mal. Okay, ich hab schon die Challenge verkackt. Ich nehm die. Ich muss aber ehrlich sagen, warum ist das eine befallene Mission? Das kann ich mir nicht vorstellen. Säuberes Gebiet. Ja, aber die mich verarschen, wo kommen die denn jetzt alle her hier? Ja, ich war mit Kaktus einmal, das Ding ist voll für den Arsch, Alter. Ja, entschuldige, ich konnte ja nicht wissen, dass das eine befallene Mission im Dings ist. Ja, hättest du mal vorgefragt, ne? Der Typ hat mir ja nichts gesagt, der hat einfach nur mit mir angedreht, hier mach mal und dann schick. Shake your booty.
Shake your booty. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Alter, wo ist denn die Scheiße jetzt hier? Moin, die Fotzen, ich bin da. Überall wieder Städte, ne? Städte, 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 noch mehr Städte. Na, ist doch schön. Dann können wir unendlich looten. Ah, der Abwurf ist auch doch noch weiter weg, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich hoffe, das lohnt sich. Wahrscheinlich nicht. Wenn da nur eh in so einem Buch drin ist, wäre schon witzig. Wust, wust. Bäh. Das ist nur eine Säubermission, Alter. Gar nichts los. Das ist wirklich eine, die traurigste Mission ever. Und da, da stand befallene Mission. Ja, du hast dich wahrscheinlich verklickt einfach nur. Nein, da steht säubere das befallene Gebiet, mein Freund. Ja, befallen von Ebola und Syphilis höchstens. Das ist schon mal etwas, ne? Hauptsache ein Trip, ne? So. Hauptsache so ein Trip. Was ist denn hier? Pisswasser nehme ich oben mal wieder mit. Pisswasser! Pisswasser! Pissi? Sammelst du wieder Pissi? Ja. Und immer schön das Verkeimte. Ja, sieh. Taschenlampe. Nur die reine Taschenlampe, wofür ist die eigentlich nützlich? Keine Ahnung. Für die Taschenlampe, als Taschenlampe. Moin, ihr Motherfucker. Wie geht's denn hier hin, Mann? Mach die Tür auf! Hier sind die, Finanzguru-Checker, was auch immer. My senses have picked up something. Überlass lieber das Leben, ne? Das wird der ohne, du sagst ja nichts. Finanzguru? Ja, ich geh einfach rein. Da diskutieren wir gar nicht. Alles einsacken, was nach Geld aussieht und gut ist. Was haben wir denn? Fertigungspaket, Nahkampf, Mods-Paket. Also hier ist der Eingang. War jetzt gar nicht so geil. Ich hab schon wieder Hunger, das kann nicht sein. Na, nur zu viel zu fressen. Ich hab Hunger, hab ich gesagt. Ja, weniger essen, dann geht das. Ich hätte das gar nicht auspacken. Verdammt. Egal. Quatsch, der eine hier. Der ist Witz. Hä? Na gut, okay, jetzt bin ich hier. Der will mir doch ans Leder. Lack und Leder. So, Leute, ich komm zu euch. Aber oh, wir sind schon, durch. Hast du schon vor 100 Jahren gesagt. Mhm. Ich bin ja noch mal ein Stückele weiter. Ja, mei. Wollt halt mal so gucken, was die Map noch zu bieten hat. Nix. Nope. Außer 10 Klingfallen. Ich weiß ja nicht wohin damit, aber ist ja 10 Klingfallen haben oder nicht haben. Ey, haben ist besser als brauchen. Ja, und brauchen ist besser als haben. My senses have picked up something. Macht auf jeden Fall Sinn. Mann, hier jetzt sterben da drin hier. Komm hier. Ich erlöse dich vom Leid. Der Leidtragenden. Oh, ich werd geschlagen von hinten. Ja, und? Ja, steh ich nicht drauf, du? Ach so, okay. Ja. Traktorstunde. Er möchte lieber von hinten genommen werden, aber nicht geschlagen. Hast du ihn von hinten genommen? Ja. Ich hab den. Warte, was? Hast du das letzte Pep genommen? Haben wir noch einen? Gar keinen. Einen? Von Otto. Er ist voll der Otto, aber ich finde den voll. Oh mein Gott, Geier. Freund. Aber er hat das letzte Pep genommen. Drei Geier, ich glaub, ich bin. Einer ist da noch, einer. One way? Ja, ich versuch grad. Wo ist denn der letzte Spaß? Das hatten wir nämlich auch hier das Problem, dass wir den letzten hier die ganze Zeit gesucht haben, wo der hockt. Oh, du wirst ihn schon finden. Oder Ecke. Ja, ja. Wir müssen ihn ja finden, sonst ist die Mission ja nicht completed. Oh, was hast du getriggert? Ja, vielleicht, eventuell. Oh ja, vielleicht, eventuell ein bisschen zu viel. Ja, reiß dich zusammen, Junge. Ja, ich hab aber auch nix. Ja, das weiß ich. Oh, what the... Ich bin Hat in... Nix, ich bin im Boden gebackt!
Du backst im Boot? Ich bin vom Boden reingebackt und bin hier unten rausgekommen. Hä, was machen die denn da, Alter? Die springen sich selber weg. Ist ja wild. I've got a bad feeling about this. Ja geil, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Hält man mal die große Kiste, ne? Die andere, ja, mach mal. Helfen, Kelvin. Ja, ich kann nichts mehr mitnehmen, ich bin full. Kannst alles haben. Ein Crackbook da oben. Das nehme ich nur mit. Oh, Vehikel. Einfach Glühbirne, ich werde auch zu einfachen Glühbirne. Komm, mach mal dein Inventar auf. Mach mal kurz so ein Verband hier. Ey, ein Kaktus ist da. Mhm. Eine Maschine? Digga, ich hab einen gebrochenen Arm. Was mache ich beim gebrochenen Arm? Doch ein Verband drum, oder nicht? Verband, wieso? Verband machst du, wenn du blutest? Ja. Meine gebrochenen Arme, eine Schiene geht aber nicht. Wieso nicht? Ach, warte mal, oh mein Gott, weil Gips genommen hab ich Trotteln und nicht eine Schiene. Nee, Schiene geht auch nicht. Was kann ich mit Kälte? Das. Behalte ich. Ist noch irgendwas hier? Nö, ne? Ihr seid hier durch, ne? Wir haben komplett gelootet, ja. Ab zum Händler. Mal eine richtige Befallene annehmen und nicht hier so einen Schrott. Der Kindergarten. My senses have picked up something. Das hat nicht mir, ne? Kinderjahr bin ich nicht aufgestanden. Alter, du bist aber auch immer noch ein bisschen schneller. Junge, 6 Zylinder, was los hier? Kennst du die Boss Hoss? Die Maschine? Ja, mit V8 als Motorrad, ja, ne? Hypermotor. Krass, die Dinger. So ein Ding habe ich hier. Ja. Wo ist denn mein Motorrad hin? Wir haben viel gesehen, wenn wir Pullman City waren, im Harz, das ist so eine Westernstadt, da waren wir mal zum Ami-Treffen. Mhm. Und da waren immer auch ein paar Leute mit den Boss-Hoss-Dingern bei Ace. Die Dinger. Krank, ne? Das ist eigentlich, jedes Mal, wenn du Gas gibst, drehen die Reifen durch so. Ja, eigentlich ja. Und du hast 10 Liter verballert. Ja. Alle 100 Meter muss anhalten, ja. Um den Tank wieder auffüllen. Ich bin auf dem Weg zurück. Bei mir dauert's nur. Ja, Kaktus ist schneller als du. Ja, das ist gut. Der fährt bleifrei. Naja, jetzt haben wir ja bald alle ein Motorrad. Wenn. Genau. Vestario dann das nächste Mal zu Hause ist, sagt er, was er braucht. Wenn er dich nicht scammt, ja. Ich hab ja schon einen Rahmen. Ich brauch 300 Diamanten. 50.000 Joutons. 1,5 Millionen Blei. Ich würde sagen, dann nimmt jeder. Ja. Nimmt Mission an jetzt, oder? Ja, ja, ich würde aber gerne erstmal zurückkommen zu euch. Ich bin nur 500 Meter entfernt. Ja. Yeah. Ach, der hat ja gar nicht offen. Hm. Ah, ist ja auch geil. Dann guck mal bitte nach, welche Stufe du schon kannst. Bei was? Nee, nicht du, Frankie, sondern Kaktus mit dem Quest. Im Inventar siehst du das. Inventar und dann gehst du auf das Quest-Symbol und oben siehst du deine Stufe. 4. Vier. Hm. Ah, ich kann auch muss nicht. Ein bisschen. Frankie müsste 5 Hälfte sein oder so. Oder warte mal, wo? Ich gehe auf die Quest-Dinge, aber wo sehe ich denn hier eine Zahl? Ganz oben. Ganz oben siehst du Stufe 5 und dann dahinter die Punkte. Ja, und die Punkte dahinter. Ich glaube 20 oder 30 von irgendwas. Ich habe 115 von 150. Na, siehst du, also bist du schon fast durch. Mhm. Und Stufe 5. Kaktus, wollen wir das Haus da vorne irgendwie ein bisschen looten? Vielleicht. Ich mach mal gerade ein bisschen Skillen. Das habe ich lange nicht gemacht. Oh, gut, dass du das sagst. Ich muss aber mal hier. Legendäre Fertigungspakete. Ja, nicht mit. Ich komme auch wieder 2 Skillspunkte. Das hat erwähnt. Ach ne, stimmt, die wollte ich mehr aufheben. Ach, hier waren wir doch letztens drin erst, ne? In der Drecksbude hier.
Kann ich die alle reparieren? Da vorne ist so ein großes Haus. Da will ich mal rauf. Eine Scheune oder sowas. Händler macht ja erst in 5 Stunden in-game auf. Das heißt, nur 10 Minuten haben wir fast noch. 5 Minuten ungefähr. Wenn ihr Bock habt, kommt zu mir dann. Ich repariere jetzt hier mal kurz meine Waffen noch durch. So. So. Gehen wir mal zu Frankel. Spider-Man. Spider-Man. Das Ding haben wir hier schon gelootet. Oh Leute, ich dachte, das wäre das Ding, was hier meint ist. Huch. Echt jetzt? Was wollt ihr denn looten? Keine Ahnung, das ist irgend so ein Schuppen. Ach, das hier ist Stufe 1 Ding. Incoming enemies, prepare for conflict. Scheiße. Nur Scheiße, sagt er. Na dann fahr ich eins weiter und guck ein anderes Haus an. Hier, Big Boots Klinik. Ah ne, oh, oh. Stand direkt daneben. Sieht schon wieder gut aus. Ist ja gut, oder? Ja. Ah, die kommen. Ah, Scheiße, die hat noch die gute Munition. Fuck. Ja, okay, das Ding ist ja Dulli. Das sah von Weitem irgendwie interessanter aus. Ein Küchenmesser auf Stufe 5 habe ich gefunden. Küchenmesser? Hübenbäcke? Hübenbäcke? Margret. So. Boah, gib da mir was vom Gong, Alter. Piss dich mir, du Hund. Das ist Frankfurt-Style, mit einer abgesägten Schuss. Pech. Ich hab so viel Magnum-Munition, das ist unfassbar. Ich auch. Boah, wollen wir in den Puff gehen? Da waren wir auch schon, ne? Da waren wir auch schon. Nee, das hast du schon. Scheiße. Was ist hier rechts mit dem blauen Haus? Da bin ich gerade. Da bist du gerade, okay. Dann nimm den noch mit, genau. Dann lass hier gegenüber reingehen beim Farmer hier, Farmerama. Beim Bauern! Bauern. Ich geh in die Scheune. Oh, hinter dir 2 Wildschweine, pass auf. War das eine Schreierin oder war das Schwein gerade? Ist ja jetzt erstmal Schwein. Ist ja erstmal nicht schlecht, Wildschwein. Brauchen wir. Ja, dann mit. Brauchen wir mal irgendwann ein Jagdmesser. Kann irgend von euch schon ein Jagdmesser machen? Ich hab eins. Willst du eins haben? Ich hab ein Jagdmesser ist hier auch in meinem Auto drin, Stufe 5. Ah, okay. Würde ich nehmen. Dann nimm lieber so eine Machete. Da kannst du besser abbauen. Ach, die geht dafür auch? Scheiße, ja, die natürlich zu Hause. Ist ja dafür da. Die Machete ist genauso ein Messer wie ein Messer. Ich auch. Wo kommt der denn auf einmal her? Und überall im Müll. Ey, meine Tier, ja. Ah.
und was wollte ich denn jetzt sagen? Nein, abgelehnt, vergessen. Nee, doch, ist angenommen. Oh Gott! Und zwar geht's darum, Home-Cooking-Bücher findest du sehr oft in Küchenschränken. Mhm. Also, ich habe jetzt schon so viele gefunden, dass ich eventuell schon ein bisschen gelevelt bin. Wir haben doch alle eine Feuerwehr-Axt, ne? Ja. Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade ein Buch gefunden für die Mod für die Feuerwehr-Axt. Was für eine Mod gibt's denn da? Oh. Irgendwas mit mehr Schaden und so. Oh, shit. Können wir diese brennende Schaftmod auch da drauf hauen? Auf die Axt? Ja, hab ich da drauf. Nee, hab ich auf meinem... wo hab ich die denn drauf? Oh. Ich glaube auf meinem Hammer. Musst du rein gleich? Mhm. Ich glaube, in den Keller sollten wir schon zu zweit reingehen. Wo bist denn du reingegangen? Das ist ein selbstgebautes Maschinengewehr. Weiß ich gar nicht. Kannst einfach Tür einbrechen, hier irgendwas kaputt machen, oder? Haupteingang, wo bist du? Bin oben. Achso, okay. Ja. Scheiße. Hier nicht kochen hier oder was? Stufe 3 Steroide freigeschalten. Oh, damit bin ich durch mit dem Buch. Steroide. Ja. Kannst runterspringen, Kaktus. Oben ist nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, hier ist ja nix. Ich bin von oben runter. Ach so. Ja, jetzt müsst ihr mir aber sagen, wollen wir jetzt die nächste Horde jetzt irgendwo auf dem Dach verbringen? Oh, weil hier hinter liegen sie. Oder er zu Hause. Geht auf, pass auf. Ja, weiß ich nicht, also. Dann müsst ihr mir sagen. Ist mir also ich würde die schon gern zu Hause verbringen, gerade so mit Klingfallen und so. Ja, wenn du die schaffst, bis morgen noch aufzubauen. Wäre das geil, ne? Mhm. Ha, das war ja auch nicht so geil hier, wa, Frankel? Ja. Dann würde ich sagen, also ich mache jetzt ich gebe jetzt die Questlob. Und dann geht's zurück. Weil ich brauche mindestens noch einen Tag für ein bisschen Vorbereitung. Ja, okay, dann müssen wir auch zurück, Tatsache. Das ist ja. Ist ja nicht mehr viel Zeit. Nee. Wollt ihr vorher nochmal zum Händler wenigstens? Ja. Aua. Dann düse ich schon mal los. Habt ihr schon mal euer Bike so weit gebracht, dass es gebrannt hat? Geraucht, ja, aber gebrannt nicht. Ne? Doch, gebrannt schon, eben gerade. Ich hab's komplett auf Null runtergeschossen. Und jetzt das Ding hat angefangen zu brennen. Oh, eine Minute noch warten. Los, ich will hier rennen, Mann. Hörst du, ich bin hier, Dienstbotschafter, ich brauch Geld. Dankeschön. Mach auf, die Scheiße. Mach auf. Warte, ich hab ne Idee. Die haben vielleicht aufgemacht. Warte. Jetzt. Howdy, Partner. Ich krieg mir Geld im Mob gelassen. Intelligent wurde ich hier. Oh, jetzt kann ich Befallen auf Stufe 5 aufnehmen. Brauchst du Pflasterscheine nicht? Kannst du gerne nehmen. Ja, ich nehme ich. Ich nehme mal schon mal die nächste Quest halt für Befallen auf Stufe 5. Achso, aber ich fahre auch zurück gleich, ne? Wir müssen ja mal gucken, ob wir gleich noch... Vielleicht brauchen wir noch mal einen zweiten Generator. Na, wir brauchen... Ich weiß, was ich brauche. Motoren. Ich hab 3 Stück. Generator brauchen wir Motoren. Ja, ich hab gar keins für mein Ding. Schlagstock, Macheten, Stahlring, Stahlknüppel, Stahlspeer. Stahlschlagring. Achso, du bist noch drin, okay.
Ja, ich überlege gerade, ob ich mir wieder einen neuen Schlagschrauber hole. Achso. Was hast du mit deinen alten gemacht? Weiß ich nicht. Ich verloren, oder? So ein Tollpatsch. Oh. Guck dir mal lieber noch gegen das T-Shirt, Junge. Noch mal ein. Hast du gekauft? Ja, ich geh wieder zurück. Auf geht's nach Hause. Nur 3,6 Kilometer entfernt. Dann habe ich wenigstens noch Zeit. Ja, dann habe ich noch Zeit, wenigstens ein Bike zu bauen. Motorrad. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh, oh nee. Alter, oh, nee. Ich muss Autos auseinandernehmen. Was musst du? Autos auseinandernehmen, sonst schaffen wir nicht mal, schaffen wir gar nichts. Wir brauchen ja Motoren, wir brauchen alles. Ja, das ist echt übel, das Zeug, was du für die beiden Bauteile brauchst. Ich hatte das auch bis jetzt nur einmal, dass ich da sowas gefunden habe. Ja, womit, wie fährst du denn, Alter? Bist du besoffen oder was? Mann, dieses Bike ist scheiße. Kleines Much-Bike. Guck, das ist ein 3,50 Euro Bike, made by Wish. Temu. Ist bei Temu. Ein Bausatz bei Temu, ja. Den Motor von Alibaba. Den Rahmen von Temu. Den musst du aber erst, der muss erst von Carola zusammengebaut werden, dann kannst du ihn kaufen. Frankie, kannst du mir nur meine mechanischen Teile eigentlich wieder geben? Die 100 Stück, die ich hatte. Ich brauche die für das Motorrad jetzt. Du hast sie mir bestimmt gegeben, weil ich sie gebraucht habe. Ja, du hast sie dir da rausgenommen. Und ich bräuchte die zurück. Yeah. Es sieht so aus. Da ich ja keinen Schlagschrauber habe. kann gucken, ob ich... Also ich habe keine 100 liegen, glaube ich nicht. Ich habe ja nichts, um Autos zu zerlegen, außer mit meiner Spitzhacke. Ich meine, die habe ich dir jetzt nicht gegeben während der Fahrt, sondern als du zu Hause warst, meine ich. Ja, die habe ich aber schon für irgendwas gebraucht. Ja, aber nicht 100. Ja, weiß ich nicht. Weiß ja nicht. Ich guck rein bei mir, was da drin liegt. Jedenfalls den Rest, was du hast. Ja, sonst kann ich auch leider keine weiteren Generatoren oder Motorrad machen. Oh, das also ich habe gerade nochmal zwei Autos zerlegt. Einen Motor habe ich wieder gekriegt. Das ist immerhin Edward. Zerlege ich gerade auf dem Weg zurück, gerade noch mal ein paar Autos. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Ey, kann ich zerlegen, weil ich voll bin. Eure kleinen Kackmofas könnt ihr nachher auch noch verkaufen an den Händler, ne? Ich glaube, 600 gibt es dafür oder 1200. Besser als nix. Ja, ist so. Ich liebe es. Ey, Kaktus, du bist nur noch 300 Meter entfernt. Scheiße, mal hab ich dich eingeholt. Stehst du gerade? Ja, ja. Ja, er steht ja. Hat er gesagt. Mach doch Autos. Oh ne, das lieber nicht. Ach so, was ist das da vorne? 2,7 Kilometer, Junge. Moped, fahr mal ein bisschen, ey. Muss die Kamera also doch nochmal versetzen. Ach, du bist ja gerade an diesem Imbiss da, ne? Mhm. Mal kurz hier rein. Hoffe ich kaputt. Also das Gefühl, auch Motoren kriegt man eher so von Autos, die wirklich noch komplett ganz sind. Ja, kriegst du auch nur. Von aber auch nicht, halt auch nicht, immer. Nicht. Auch nicht immer, nee. Aber von den Schrottigen kriegst du halt gar nichts. Nee, von den Schrottigen kriegst du halt wirklich gar nichts. Incoming enemy. Prepare for conflict. Wenn kriegst du nur Motoren halt wirklich von dem halbwegs vernünftigen Autos noch, die noch da stehen. Mhm. Ich brauche auch schon wieder 30 Klebeband. Fürs Motorrad 30 Stück? Mhm. Ich glaube, da habe ich aber ein bisschen was. Mhm. Ich muss mal gucken, ob ich was habe. So, noch ein Motor. Andy holt einfach die Motoren raus. Ja, auf jeden Fall.
Bin ich gut, ich hab immer keinen Motor rausgekriegt. Kein Motor. Motorola. Motorola. Aber hattet ihr damals auch dieses Motorola zum Aufklappen? Mhm. Das war ein geiles Handy. Ich fand's auch cool. Das ja, wenn du das zugeklappt hast, hattest du trotzdem so einen ganz kleinen Display vorne. Mhm. Mann, das ja, aus der Zeit bin ich raus. Ja, das ist ja auch geboren, ihr seid hier die Alten, ich bin hier der Jungsche noch. Warte mal, wann bist du geboren? Welches Jahr? 99. 99, schon von heute. Ja, okay, stimmt. 99 hast du nichts mit den 90er zu tun eigentlich. Ja. Anfang 2000er, als wir mit den Handys rumgelaufen sind, da hast du noch in der Milch geschwommen wahrscheinlich. Nee, da war ich schon da und hab aber Milch getrunken. Josie, mein Charakter ist erschöpft. Das bedeutet das Zeichen. Ich hab, glaube ich, nur keine Vitamine mit. Die muss ich gleich zu Hause nehmen. Dann geht's ihm wieder besser. Von was denn, Alter? Von was denn? Keine Ahnung. Wieso? Gerade mehrere von Autos auseinandergeschraubt innerhalb von ein paar Minuten. Ey. Mach das erstmal nach. Ja. Oh Gott, da ist ein Felsen im Weg. Kein Problem, Josie. Gerne. So, den dahin. Den lassen wir. Nur 500 Meter und dann habe ich mein Ziel erreicht. Geil, dann musst du mir erstmal sagen, was du brauchst fürs Motorrad. Ja, kann ich dir sagen. Kommt drauf an, was du brauchst. Ob du ein Fahrwerk brauchst oder das andere. Ich glaube, das Fahrwerk habe ich ja schon. Das habe ich ja mal teuer gekauft. Dann brauchst du auf jeden Fall also einen Motor, eine Batterie. Denn für den Lenker brauchst du 15 Klebeband, 15 mechanische Teile, 7 geschmiedetes Eisen, 9 elektrische Teile und einen Scheinwerfer. Ja, kann ich mir eh nicht merken, musst du mir gleich nochmal sagen. Ey, wie du das mal so vorliest alles und echt denkst, dass sich das jemand merken kann. Also, ja. Faszinierend. Der komplette Chat von Kaktus Andy kann sich das merken. Oder allgemein eure beiden Chats können sich das merken. Der Chat ist aber auch schlauer als wir. Ja, deswegen. Und die können sich vielleicht. Mein Chat schätze ich so ein, die sagen, ja, habe ich mir gemerkt, dabei haben sie es sich notiert. Ja, ja, und? Das war schon mal eine kluge Art und Weise. Deswegen ist es schon intelligenter. Nein! Nein! Frankel! Was hast du getan? Guck mal bitte! Nein, guck mal! Oh, oh. Achso. Danke. Ui. Das hatte ich aber letztens auch. Ah, Chris bin Hario, Tick zu weit gefahren. Hey, ich bin Glider. Ich guck nur kurz nochmal, ob der Händler noch was hat. Stahlspitzhacke auf 5 bietet der Händler an. So, ich muss mal kurz. Und ansonsten nur ein paar Schmelztiegel. Frankel? Ja. Guck mal hier, neben meinem Motorrad liegt eine Mod. Bin voll, ich kann die nicht mehr aufnehmen. Du bist voll. Reißt aber nicht auf. So, jetzt muss ich mal kurz einen Scheiß ablernen. Das raus. Mechanische Teile oder elektrische? Mechanische. Ich hab 34 habe ich hier. Das ist schon mal wenigstens etwas. Ich habe nämlich gar keine mehr. Mhm. Ja, dann muss man besser mit deinen Sachen umgehen hier. Mhm. Kaktus, solltest du so ein Messer haben jetzt? Ja. Ja, dann komm zu mir, kannst meins haben. Ich bin eh zu faul, das zu benutzen. Okay, immerhin, Batterien kann ich mit handeln. Das habe ich ja schon mal. Wo hast du das jetzt hingeschmissen? Hä? Irgendwo hier muss das liegen. Hier liegt das, hier auf der Klappe hier. Ah, da. So, was habe ich denn noch alles hier? Werkstoff. So, siehst du, Josie, wenn ich jetzt hier einnehme, Vitamine, dann verschwindet das. Dauert 14 Minuten. Das da, dann muss der mit. So, ich hab so viel Muni, oh. Scheiße, man, Schießpulver ist das Problem hier.
Was machen wir denn da?